guten Morgen. Man kann jetzt, glaube ich, noch guten Morgen sagen. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Die Linke tritt an, um Europa sozialer, gerechter, demokratischer und friedlicher zu machen. Wir wollen mindestens bei der Europawahl unser Ergebnis der Bundestagswahl übertrumpfen und haben den Ehrgeiz, zweistellig zu werden. Europaweit wollen wir dazu beitragen, dass das Ergebnis der europäischen Linken deutlich besser wird und über dem von 2009 liegt. Wir sind der Auffassung, dass die europäische Linksfraktion so stark werden muss, dass wir künftig die Oppositionsstimme sind gegen die Austeritätspolitik von Frau Merkel, gegen die Verarmungs- und Verkürzungsprogramme, die vielen Ländern aufoktroyiert werden. Wir betonen ausdrücklich die Notwendigkeit eines grundlegenden Politikwechsels und Kurswechsels in Europa. Europa wird entweder sozial, demokratisch und friedlich sein, oder die Europäische Union wird scheitern. Ein Europa der Banken und Konzerne wird niemals zur Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerungen in Europa zu diesem wichtigen Projekt führen. Wir sehen heute, dass die Folgen der Austeritätspolitik, die Folgen von der Politik von Frau Merkel für Millionen von Menschen in ganz Europa verheerend sind. Wir können nicht erwarten, dass, wenn es Länder gibt, die eine Jugendarbeitslosigkeit von 50-60% haben, wenn es Länder gibt, die Massenarbeitslosigkeit von 20-30% haben und hier schon von einer verlorenen Generation gesprochen wird, dass dort überzeugende Zustimmung zur Europäischen Union oder zu Europa entsteht. Im Gegenteil, wir befürchten, dort wird die Ablehnung sehr groß sein. Deswegen muss ein Kurswechsel stattfinden, wenn sich nicht immer mehr Menschen von Europa abwenden sollen. Die vorherrschende Politik hat Europa in der Tat in eine Abwärtsspirale geführt. Die wirtschaftliche Entwicklung kann man nur mit Krise bezeichnen. Nach wie vor sind die Banken nicht reguliert und damit auch nicht die Finanzmärkte. Wir sehen, dass hier hemmungslos weiter spekuliert wird zu Lasten der Bevölkerungen der Schuldenstaaten, aber auch zu Lasten der Bevölkerung in ganz Europa. Wir sind der Meinung, dass Europa kein Projekt sein kann, in dem die Menschen gegeneinander konkurrieren und in Konkurrenz treten sollen, um niedrigere Löhne, um niedrigere Sozialsysteme, um niedrigere soziale Sicherheit oder gar die Staaten gegeneinander konkurrieren in einen Steuerwettlauf nach unten und somit die Voraussetzungen immer mehr zerstört werden für eine ordentliche öffentliche Infrastruktur, für zukunftsfähige Investitionen. Wir wollen kein Europa, in dem die wirtschaftlichen Interessen dominieren, sondern in denen die Rechte der Menschen auf soziale Sicherheit, auf Zukunftsfähigkeit im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen. Der Weg, den wir sehen, ist ein Weg, der wenige nutzt und nicht der Mehrheit. Die Linke vertritt aber eine Politik, die der Mehrheit der Bevölkerungen in Europa nutzt und nicht einer Minderheit von Profiteuren und einer Minderheit von reichen Vermögenden und Kapitalbesitzern. Insofern wird die Europawahl auch eine Abstimmung über die Politik von Frau Merkel, die ja dominierend ist bei der Formulierung der Austeritätspolitik, sprich bei der Aufoktroyierung von Verkürzungs- und Verarmungsprogrammen für ganz Europa. Und wir werden auch natürlich hier diese Europawahl zu einer Abstimmung über diese gescheiterte Politik machen. Gleichzeitig wollen wir natürlich viele Menschen ermutigen, zur Wahl zu gehen und die europäische Frage auch zu einer eigenen Frage zu machen. Es wäre verheerend, wenn wir bei den Wahlen zum Europäischen Parlament
eine sehr geringe Wahlbeteiligung hätten und insbesondere viele Menschen von dieser wichtigen bei dieser wichtigen Frage sich ausklinken und gar nicht erst zur Wahl gehen. Die Linke wird diesen Wahlkampf auch zu einer klaren Abgrenzung der Positionen nach rechts machen. Wir werden deutlich machen, dass die Linke für nationalpopulistische Positionen nicht zu haben ist. So oder so, das widerspricht auch von vornherein unserem Selbstverständnis, dass wir aber auch ganz klar formulieren, einen proeuropäischen Standpunkt, der aber ganz klar gerichtet ist gegen die aktuelle Politik der Troika und von Frau Merkel. Wir werden auch klar machen, dass natürlich der Zuwachs nationalpopulistischer Parteien in ganz Europa eine Ursache in der sozialen Spaltung hat, eine Ursache darin hat, dass immer mehr Menschen in Europa um ihre Existenz bangen und ihrer Zukunft beraubt werden und dass das beste Mittel gegen nationalpopulistische Tendenzen eine soziale und demokratische Politik sein wird. Und wir werden deutlich machen, dass die nationalpopulistischen Parteien und wir werden sehen, dass auch die AfD eine werden wird in diesem Prozess oder schon eine ist, dass die durchaus nicht die sozialen Interessen der Menschen weder in Deutschland noch in Europa wahrnehmen, sondern dass sie im Kern neoliberale Parteien sind, die genau das Gegenteil von dem formulieren, was linke Politik wird, nämlich eine Politik für gemeinsame soziale Rechte in ganz Europa. Die Linke will eine sozialökologische Gerechtigkeitswende in diesem Land und in Europa und weltweit. Das Projekt der europäischen Einigung ist über viele Jahrzehnte von starken Hoffnungen begleitet worden, den Hoffnungen auf sozialen Fortschritt, darauf, dass Grenzen innerhalb von Europa fallen, auf Frieden, auf Demokratie. Und das ist gut, dass viele Grenzen innerhalb von Europa gefallen sind. Aber gleichermaßen stellen wir fest, dass die Europäische Union heute in der Wahrnehmung vieler Menschen eher wahrgenommen wird als der Ort, der für Steuerdumping steht, der Ort, wo Rufe nach im Renteneintrittsalter von 70 laut werden. Europa ist der Ort, wo vor allen Dingen die Interessen der Banken und Konzerne vertreten werden. Europa als Tummelplatz für Lobbyistinnen und Lobbyisten. Und während im Inneren von Europa Grenzen gefallen sind, werden die Grenzen, die EU-Außengrenzen abgedichtet. Es wird ein Grenzregime etabliert, was vielen Flüchtlingen das Leben kostet. Die Linke sagt in dieser Situation ganz klar, wir haben eine Vision von Europa. Wir wollen ein soziales Europa. Aber wir leben noch nicht in einem solchen Europa. Und deswegen verbinden wir zweierlei: eine scharfe Kritik an der jetzigen Ausrichtung der europäischen Institution, gleichermaßen wie eine positive, eine werbende Haltung für ein geeintes Europa. Und damit ein solches Europa sozial, friedlich und demokratisch möglich ist, braucht es eine grundlegende Neuausrichtung. Ich glaube, dass es bei den anderen Parteien niemanden gibt, der diese beiden Positionen zusammenbringt. Wir haben Kernziele, die dieses umsetzen, und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Das Europa, für das wir streiten, ist ein Europa der sozialen Rechte, in dem niemand in Armut fällt, weil es europaweite Mindeststandards gibt, was Mindestrente, Mindestsicherung anbelangt und Mindestlöhne. Das Europa, in dem wir streiten, gibt es Standards für Arbeitsschutz, für Arbeitszeiten, die auf einem hohen Niveau harmonisiert werden. Wir meinen zum Beispiel, dass man europaweit die Höchstarbeitszeit regeln sollte und zwar eine Höchstwochenarbeitszeit von 40 Stunden festlegen sollte. Das Europa, für das wir streiten, ist ein Europa, das Steuerdumping eindämmt, indem es nämlich Mindeststandards für Steuern gibt, die sich nach oben angleichen sollen. Das Europa, für das wir streiten, geht einen anderen Weg bei der Lösung der Wirtschafts- und Bankenkrise. Wir meinen, wenn es Hilfspakete gibt, sollen für die Bedingungen gelten, jedoch ganz andere Bedingungen, als sie heute sind. Wir schlagen folgende Bedingungen für Hilfspakete vor. Erstens meinen wir, diejenigen, die profitiert haben von der Krise, sollen zur Kasse gebeten werden. Zweitens müssen Banken reguliert werden. Drittens müssen die Rüstungsausgaben in den betroffenen Ländern gegen Null gefahren werden. Und viertens sagen wir eben, im Gegensatz zum Kurs von Merkel und Troika, es darf keine Sozial- und Lohnkürzung geben, ganz im Gegenteil.
Wir meinen, auch für Europa gilt mehr Demokratie wagen. Das untersetzen wir, deswegen schlagen wir zum Beispiel vor, dass eingeführt werden muss für grundlegende Veränderungen der Verträge und auch für andere zentrale Fragen soll es europaweit in allen Ländern am gleichen Tag einen Volksentscheid geben. Und wir meinen auch, dass man innerhalb von Europa die Macht der Lobbyisten eindämmen muss. Deswegen werden wir im Europawahlkampf streiten für ein europaweites Verbot von Unternehmensspenden an Parteien. Und auch was die Verflechtung von Politik und Lobbyismus anbelangt, gibt es verschiedene Maßnahmen, um nur eine zu benennen. Wir meinen, ausscheidende Kommissare sollten für 5 Jahre in ein politisches Abklingbecken, bevor sie führende Funktionen in der Wirtschaft übernehmen. Und das Europa, für das wir streiten, ist ein Europa im Zeichen des Friedens. Wir sagen ganz klar, in der Außenpolitik muss das strikte Gewaltverbot gelten, der gestrickte Gewaltverzicht. Das Europa, für das wir streiten, muss sich dem Ziel der Entmilitarisierung verpflichtet fühlen. Und das beginnt damit, dass man Europaexporte EU-weit verbietet. Soweit ein kleiner Einblick in Kernforderungen für das Europa, für das wir streiten.